Es ist grau, es ist nass, es ist kalt, es ist Februar. Widrige Fotobedingungen eigentlich. Wir wollen es heute trotzdem versuchen. Guck mal, was uns in dieser grauen Jahreszeit, während wir auf den Frühling warten, alles vor die Kamera läuft. Und vielleicht haben wir noch den einen oder anderen Fototipp für euch. Und am Ende des Videos noch eine spannende Ankündigung. Es lohnt sich also, all das in diesem Video. Viel Spaß. Jeder kennt es, das ungeduldige Warten auf den Frühling. Bei uns wechseln sich zwischen Februar und März häufig für lange Zeit noch die Grau- und Brauntöne im Landschaftsbild ab. Fototipp 1 für diese graue Jahreszeit. Haltet mal nach den Wintergästen aus dem hohen Norden Ausschau. Gerade hier an den Wasserflächen gibt es also ganz viele Vögel, Gänsearten, Entenarten, die man hier beobachten kann. Wir haben jetzt gerade dahin auf den Feldern direkt Blähgänse. Blechgänse. Blechgänse. Wir haben auf den Feldern da vorne gerade direkt Blechgänse ausmachen können. Und das sind also Gäste, die wir nicht das ganze Jahr über hier haben. Viele sind jetzt schon wieder auf dem Rückweg in den hohen Norden. Die ersten Kraniche haben wir gesehen, die Tage. Das hier sind natürlich keine Kraniche, sondern Nonngänse. Nichtsdestotrotz ein willkommenes Fotomotiv. Dann gibt es natürlich ganz viele Störche, die jetzt hier schon wieder Einzug in ihren Revieren halten. Es gibt auch ein paar, die sind im Winter gar nicht weggeflogen, weil es bei uns mittlerweile so warm ist. Und man kann also jetzt Ende Februar ganz gut sehen, wie diese Störche ihre Reviere besetzen. Und überall hört man es klappern. Und ja, das ist ein schönes Motiv und wir hoffen, dass uns da heute auch einer von vor die Kamera fliegt. Nicht nur einer fliegt uns vor die Kamera. Bei den Störchen verrät uns, dass der Frühling dieses Jahr vermutlich nicht mehr lange auf sich warten lässt. Also Freunde, man lernt ja wirklich nicht aus, ne? Ich habe bis heute gedacht, Störche wären der Inbegriff der Monogamie. Das heißt, dass Störche nur einen Partner haben und dem ihr Leben lang treu bleiben, ja? Pustekuchen haben wir gerade erfahren. Wir haben jetzt gerade da vorne ein Störchenpaar beim Nestbau beobachtet. Und irgendwann konnte ich sehen, dass ein Storch abgeflogen ist und hier vorne zu einem anderen Nest samt Storch geflogen ist und dort dann ebenfalls mit dem Nestbau begonnen hat. Also Monogamie und Störche scheint offenbar ein Mythos zu sein. Über Stunden beobachten wir, wie die Störche sich abwechseln und nach auf die Suche nach Nahrung und Nistmaterial gehen. Nächste Tipp ist, ruhig mal für einige Zeit einfach an einem Ort bleiben und die Natur einfach mal so ein bisschen sich an einen gewöhnen lassen. Ich mache das regelmäßig, wenn ich mich in den Wald setze, dass ich irgendwo einfach mal eine Viertelstunde sitzen bleibe. Und nach einer Viertelstunde merkt man in der Regel, ja, wie die Natur sich eben anfängt, an einen zu gewöhnen. Die ersten Vögel fangen wieder an zu singen, Tiere kommen hervor. Zahlreiche Enten wie Krickenten, Reiherenten, Löffelenten und Schnatterenten machen aktuell hier Rast. Wir freuen uns darüber, diese Besucher hier bei ihrem Zwischenstopp zu beobachten. Und so ist uns vor, ich glaube, 3 Wochen passiert, dass wir da vorne in einer Ansitzhütte gesessen haben. Und ja, eigentlich nur noch die untergehende Sonne beobachtet haben, als plötzlich 3 Meter vor uns eine Rohrdommel aus dem Schilf aufgeflattert ist
Und das war für mich die erste Sichtung in meinem Leben. Und etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Für mich auch. Ein Moment, für dich auch. Ein Moment, den wir nie vergessen werden. Piep! Piep! Das sind hier zwei Kanadagänse. Und wenn das? Vielleicht mal gucken. Ja. Ich hab mich erwischt. Oh! Ah, das ist ein Brachvogel. Ja, ein Brachvogel. Ach, cool. Sicher nicht das beste Foto, aber eine tolle Entdeckung. Der nächste Tipp ist, legt euch eine Winterfütterung an. Ich habe dazu bereits mehrere Videos gemacht. Eins blende ich euch mal oben ein. Warte mal, ich glaube, ich blende es da ein, ne? Verdammt. Nee, nicht vor meinem Gesicht. Genau, da sind ein paar Tipps für euch dabei, was ihr vielleicht machen könnt, um Vögel direkt im eigenen Garten zu beobachten. Und gerade jetzt im Winter ist das eine schöne Möglichkeit, einfach so ein bisschen Farbe vor die eigene Haustür zu locken. Wie sieht es mit euch aus? Habt ihr Tipps für die Naturfotografie im grauen, kargen Februar? Was sind eure Lieblingsmotive jetzt zu der Jahreszeit? Schreibt das doch einfach bitte unten in die Kommentare. Wir freuen uns total über den Austausch mit euch. Und man kann diese Jahreszeit natürlich nutzen, um ein bisschen sein Revier kennenzulernen, um dann im richtigen Moment, wenn die Sonne scheint, eben schöne Fotos machen zu können. So hatten wir vor ein paar Tagen einen wunderschönen Abend. Dabei sind richtig schöne Bilder entstanden. Die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Beim richtigen Licht klappt es dann auch mit den stimmungsvollen Fotos. Aber genau für solche Bilder ist es eben wichtig, dass man immer wieder an einen Ort zurückkehrt und das Revier vor der eigenen Haustür kennenlernt. Zu guter Letzt, ich habe euch noch eine Ankündigung versprochen. Und zwar wollen wir gerne im Sommer euch einladen zu einem kleinen Fotowalk hier im Münsterland. Wir wollen mal schauen, was dann an Getier hier rumfleucht und kreucht, ganz genau. Und wollen auf kreative Art und Weise dann ein bisschen Fotografie erleben und laden euch ganz herzlich ein zu einer wunderschönen Runde und in der Hoffnung, dass uns dann auch so schöne Fotos mit euch gelingen und dass wir uns einfach austauschen können und Tipps und Ideen und Kreativität teilen. Und wer sich dafür interessiert, kann einfach dem Link unten folgen, könnt euch anmelden und wir freuen uns auf euch. Und dann ist der ausklingende Winter eben einfach mal die Zeit für Gemütlichkeit. Zeit, um einen Gang runterzuschalten, um aufzutanken und um von kreativen Projekten im nahenden Frühling zu träumen. Wir haben viel vor dieses Jahr und freuen uns, dass ihr Teil davon seid. Wir freuen uns über euer Abo, damit ihr auf dem Laufenden bleibt und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.